Ja, moin Leute, herzlich willkommen zurück hier zu Part Nummer 17 Super Mario 64 in der 3D All-Stars Collection. Ja, auf der Nintendo Switch hier auf meinem Kanal. Ja, wir sind dieses Mal hier in der Wobbywabba-Wüste. Ja, wo wir im letzten Part am Ende schon hingegangen sind. Ja, wir müssen hier jetzt dem Riesengeier folgen. So, schauen wir mal. Ich bin das allererste Mal hier in der Welt. Und ja, ich habe keine Ahnung, auch von damals kann ich nicht so viel erzählen über diese Welt. Das ist alles noch recht neu, so wie die anderen beiden Welten auch. Eher gesagt, die anderen drei Welten. Ja, ich kenne ja nur die ersten vier, wie die meistens schon wissen. Hier haben wir jetzt so eine Box, die nehmen wir mal kurz. Okay, das haben wir schon gedacht, dass wir mit der irgendwie wegspringen. Und Bob-Omb kam auch noch hinterher und hat so ein paar Gegner hier in die Luft gesprengt. Nice, auf jeden Fall. Ich sehe gerade, da hinten ist noch eine rote Münze. Okay. Ja, das ist ja im Moment nicht die Aufgabe, die wir machen sollen. Wir sollen dem Riesengeier, ja, folgen. Ich denke mal, wenn man hier rechts runter geht, dann ja, sieht man schon, dann fällt man natürlich aus der Welt raus. Ja, Bob-Ombs haben wir hier anscheinend auch wieder. Sehr nice. Und hier übrigens, wie heißen die hier noch, die Gegner? Die finde ich auch sehr nice. Die gab es auch schon in Super Mario World. Sehr nice gemacht auf jeden Fall. Können wir den wegsprengen? Schauen wir mal. Ich sehe gerade der Geier da hinten. Der Geier ist auf jeden Fall anscheinend da hinten. Ja, wir können natürlich auch so in der Welt natürlich schon mal ein bisschen rumschauen, da ich die Welt noch nicht kenne und so. So, hier haben wir noch so ein Ding, was hier absinkt. So ein Treibsand. Kann man hier irgendwie rein? Ja, nee. Da gehen wir tot. Ich dachte jetzt gerade, das ist ein Geheimgang oder so. Nee, da gehen wir tot. Okay, dann gehen wir natürlich wieder rein in die Welt. Ja, und folgen dem Riesengeier. Ja, wir können natürlich auch gleich schon mal so dahin rennen, da hinten. Schauen wir mal. Erstmal möchte ich natürlich hier den Weg lang. Ach, hier sind auch Shy Guys. Nice. Ja, den habe ich, glaube ich, eben gar ganz übersehen, den Shy Guy, der da gerade flog. Da oben ist übrigens auch noch eine Flugkappe. Also ein roter Block ist da oben, auch nice. Ja, schauen wir erstmal ein bisschen hier so in der Welt, wie gesagt. Da ich die noch gar nicht so kenne, ne? Also der Geier scheint ja da oben zu fliegen. Das ist anscheinend der Geier da oben. Ja, der hat auch einen Stern unten an der Kralle dran. Okay. Lesen wir erstmal das Schild hier. Achte auf den Treibsand. Solltest du einmal darin versinken, findet dein Gemäldebesuch ein rasches Ende. Ja, das haben wir eben schon festgestellt. Schwarze Löcher sind bodenlose Fallen. Du wirst das Gemälde neu betreten müssen, wenn du in eines dieser Löcher hineinfällst. Okay. So, hier hätten wir jetzt auch wieder Treibsand. Da müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen, dass wir da nicht so reingehen. Also hier könnten wir auch rüber. Da können wir ganz normal stehen, obwohl da sinken wir ab, sehe ich gerade. Okay, nice. Ne, schauen wir erstmal hier lang. Nehmen wir erstmal den Weg. Ich sehe gerade bei den Dingern, da kann man unten irgendwie drin stehen. Da ist ein Hohlraum, oh mein Gott. Ja, da hätten wir jetzt stehen bleiben können eben. Also genau hier an der Stelle. Schauen wir mal. Wir sollen ja erstmal nur zum Riesengeier. Jetzt kommt das Ding hier wieder rüber. Das heißt, wir gehen mal hier rein. So, jetzt kann man nämlich hier durchrennen. Was haben wir hier denn noch? Springen wir mal hier rüber. Hier sind auch noch Buddies. Also, da muss man erst die Kanonen, die Knutschkugeln anschnacken. Die rosa Knutschkugeln. Ja, wir können natürlich auch hier schon die Flugkappe nehmen. Das machen wir jetzt einfach mal. In der Laberwelt hatte ich die ja gar nicht eingenommen, ne? Nein! Was mache ich denn da? Gar nicht gut. Jetzt versinken wir hier mit der Flugkappe. Gar nicht gut. Ja, erneuter Versuch hier mit dem Geier. Dann schauen wir mal. Zumindest muss ich die Welt da auch erstmal so ein bisschen kennenlernen. Wir können natürlich auch hier oben drauf. Oder sind überall nur hier die Dinger, die da runtergehen. Beziehungsweise da sinkt man überall ab. Und das Treibsand hier. Und eine schöne Pyramide haben wir hier in der Mitte irgendwie noch.
Also hier müssen wir jetzt öfter springen, da wir hier ein bisschen absinken. Nein! Okay, also da in der Nähe der Pyramide sollten wir auf jeden Fall nicht so rangehen. Da das, haben wir ja gerade gesehen, da das ja runtergeht in den Tod in dem Sinne. Oh, schauen wir erstmal. Ja, alles neu hier für mich. Soweit war ich damals als Kind leider nicht. So. Das Ding da dran vorbei, dann gehen wir hier erstmal rüber. Schauen jetzt erstmal hier lang, würde ich sagen. Oh mein Gott. Um das Ding hier ganz rüber, ne. Ah. Ja, die roten Münzen, die können wir auch immer noch einsammeln irgendwann. Das wird dann noch eine Aufgabe sein später. So, hier bleiben wir mal stehen, okay. Ah. Aber muss man da oben hoch mit der Flugkappe oder... geht das auch ohne Flugkappe zum Geier? Wenn nicht, dann müssen wir natürlich gleich die Flugkappe holen. Aber schauen wir erstmal hier hinten. Hier haben wir so eine Oase mit einer Palme, okay. Natürlich noch eine rote Münze, das ist schon mal gut zu wissen. Ja, für den späteren Verlauf. Hier haben wir eine rosa Knutschkugel, die schnacken wir gleich mal an. Und hier können wir sogar ganz normal raufklettern, wie auf jeden Baum, also auf die Palme hier. So, schlagen wir erstmal mit der rosa Knutschkugel hier. Hallo, ich mache die Kanone zum Abschuss bereit. Ja, nice, nice, nice. Nicer als nice in dem Sinne. Oh, ja, die war ja da hinten. Bist du bereit? Dann rein mit dir in die Kanone. Joa, das machen wir noch, wenn wir die brauchen. Da haben wir noch so eine Dinger hier, die Feuer spucken, okay. So, und ich sehe gerade, anders als mit der Flugkappe, kommen wir, glaube ich, gar nicht zum Geier hin, ne? Wir können natürlich noch mal kurz hier hinten lang jumpen. Noch ein paar Münzen. Okay, da hinten ist auch noch so ein springendes Ding hier. Wenn wir das jetzt nehmen würden, machen wir erstmal nicht. Da haben wir auch noch eine Flugkappe. Okay, ah, nein. Hier ist anscheinend so ein Tornado. Ah, da oben kann man nicht ganz hoch, ne? Das wollte ich auch mal kurz testen. Schauen wir erstmal hier. Hier haben wir noch die Pyramide. Da können wir sogar reingehen. Okay. Schauen wir erstmal an dem Schild hier. Mit der Federkappe kannst du fliegen. Besitzt du sie, springe dreimal hintereinander, um einen Flug zu starten. Benutzt du zum Starten des Fluges eine Kanone, kannst du die Flughöhe enorm steigern. Ah, also mit der Kanone kann man das... Okay, okay, okay. Blicke dich mit rechten Analogstick um und drücke ZL zum Landen. Okay. Oh, hier haben wir bestimmt noch ein One-Up. Ja, ein Leben. Müssen wir jetzt nicht unbedingt haben. Ich möchte hier mal ganz kurz so hochklettern. Schauen wir erstmal, was hier noch so ist auf der Pyramide. Oh. Tiger, geh weg. Und lass uns hier ganz in Ruhe. Nein, was war das denn? Was war das denn gerade? Keine Ahnung. Hier können wir irgendwie hier oben noch rein, sehe ich gerade, okay. Ach, hier ist ein Stern. Dann nehmen wir den erstmal mit, würde ich sagen. Haben wir jetzt den ersten Stern hier in der Welt eingesammelt. Bringe Licht in die Pyramide. Okay, okay, dann haben wir hier schon den Stern jetzt auf jeden Fall. Sehr nice. Ja, nicer als nice in dem Sinne. Auf jeden Fall die rosa Knutschkugel haben wir schon mal aktiviert. Die müssen wir jetzt nicht nochmal anschnacken. Dann können wir jetzt so in die Kanone rein. Ja, wenn wir die Mütze haben und so, ne? Können wir natürlich noch höher hinausfliegen in dem Sinne. So, schauen wir mal. Also wir müssen jetzt da zum Geier. Den einen Stern haben wir und unten können wir irgendwie anscheinend auch noch in die Pyramide rein. Okay. Würde sagen, ich schaue jetzt erstmal hier hinten rüber und hole mir erstmal die Flugkappe. Würde ich jetzt sagen, wo wir eben waren, ne? Schauen wir mal. Ja, mit der Flugkappe, da muss ich auch noch ein bisschen üben. Da bin ich noch gar nicht so richtig geflogen. Da hatte ich ja nur den Schalter aktiviert. Die roten Münzen hatte ich da auch noch gar nicht geholt. Bei dem Schalterpalast. Das müssen wir auch noch irgendwann in den nächsten Parts auf jeden Fall machen. So. Auf jeden Fall haben wir jetzt da die Flugkappe und schießen uns jetzt direkt mal mit der Kanone hier, ich würde sagen, zum Geier da, in die Nähe vom Geier. Erstmal so ein bisschen höher, würde ich sagen.
Nein. Jetzt müssen wir erstmal natürlich schauen, dass wir den Geier hier, beziehungsweise den Stern vom Geier da kriegen, ne? Ey. Aber nice, das ist richtig cool gemacht auf jeden Fall hier mit dem Fliegen. Sehr, sehr geil gemacht auf jeden Fall. So, komm Geier, gib den Stern. Nein. Ah, wir können natürlich auch noch hier so ein bisschen rumfliegen überall. Obwohl, wir können nicht ewig mit der Kappe fliegen, ne? Möchten wir hier auf die Plattform, genau. Ja, nice. Jetzt haben wir hier den Stern. Der ist aber da hinten rüber. Okay. Nein. Och nö. Ja, das war jetzt natürlich nicht geplant. Jetzt haben wir schon den Stern einmal vom Geier entnommen am Fuß, beziehungsweise an seiner Kralle. Aber, ja, sind leider versunken im Sand. Schade, schade. Ja, dann machen wir das natürlich nochmal mit der Flugkappe. Hier oben wäre auch noch eine, ne? Wie kommt man da denn am besten hoch? Oh, keine Ahnung. Wir können natürlich auch nochmal hier die Dinger kaputt hauen. Schauen wir mal, was hier drin ist. Boah, nichts Besonderes anscheinend. Hier denke ich mal auch nicht, ne? Doch, eine rote Münze, okay. Ah, auf jeden Fall, wenn wir die roten Münzen suchen müssen, dann wissen wir schon mal, dass da so die Münzen sind überall. So, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal hier wieder rüber. Nein! Ach so, ja, gar nicht gut. Jetzt habe ich vergessen, hier die Flugdings einzunehmen. Ja, kicken wir uns hier mal gegen. Ja, klappt sogar. Nice! Dann nehmen wir natürlich erstmal die Flugkappe in dem Sinne ein und ja, wieder rein in die Kanone hier. Auf jeden Fall müssen wir danach wieder fliegen, wenn wir ihm den Stern einmal abgenommen haben. Fliegen wir erstmal wieder hin da. Wenn wir es dann gleich schaffen und so. Die Kamera übrigens kann man hier nicht wegzoomen, ne? Nö. Kann man auf jeden Fall nicht. Okay, okay. Jetzt muss ich erstmal schauen, dass wir da natürlich wieder auf dem Podest landen können. Aber sehr nice gemacht, das gefällt mir sehr hier. Nein! Ich wollte gar nicht so weit, also hier runter jetzt in dem Sinne. Mario, komm! Nein! Och nö! Und sogar Game Over hier. Och nö! Ja, müssen wir natürlich wieder zur Welt hinrennen, den Spielstand wieder laden. Ich habe gerade gesehen, ja, insgesamt 48 Sterne haben wir sogar insgesamt schon hier. Sehr nice. Da müssen wir natürlich ganz wieder hinrennen. Ich glaube, die Wüstenwelt, ja, wird nicht so einfach wie die Laberwelt. In der wir ja vorher waren, da haben wir ein Partner gebraucht, um alle 6 Sterne einzusammeln. Ja, hier in der Wüstenwelt wäre das, glaube ich, nicht so einfach. Auch in den anderen Welten, da war es ja auch nicht so einfach, ne? Die ganzen Sterne einzusammeln. Aber, ja, im letzten Part haben wir komplett eine Welt abgeschlossen. Und zwar hier die Lava-Welt hier. Die Lava-Lagune heißt sie ja, ne? Ja, genau. Da haben wir alle 6 in einem Part, also im letzten Part, da eingesammelt. Und, ja, weiter geht's hier natürlich jetzt mit dem Riesengeier. Oh, ja, folge dem Riesengeier. Macht schon mal sehr nice, auf jeden Fall die Welt hier so kennenzulernen. Also für mich ist es auf jeden Fall ein Highlight. Wie gesagt, ich war hier damals nicht in der Lava-Welt. Da war ich, glaube ich, damals ganz kurz mal drin als Kind. Da kann ich mich auch kaum noch dran erinnern. Nein, jetzt kommt das Ding hier rüber, ne? Okay. Dann gehen wir natürlich hier wieder rüber und holen uns wunderschöne Flugkappe. Ja, und versuchen natürlich wieder zum Geier hinzukommen. Ja, wir hatten ihm den Stern da schon abgenommen, aber leider sind wir tot gegangen. So. Dann schauen wir mal, ob wir es dieses Mal schaffen. Vielleicht kriege ich ihn sogar so schon. Nee. Schade, schade. Dann fliegen wir erstmal ein bisschen weiter hinten hin hier. So, und jetzt einmal rechts rum. Ach nee, jetzt fliegt er hier lang. Aber wir haben den Stern. Okay, und da unten kommt er dann hin. Okay, okay, okay. Nice. Das heißt, wir haben ihn. Sehr nice. Nicer als nice in dem Sinne.
Ja, so gefällt mir das natürlich. Folge dem Riesengeier haben wir hiermit abgeschlossen. Ja, speichern und weiter natürlich. So, schauen wir mal, welches der nächste Stern ist. Begebe dich in die Pyramide. Ah. Da müssen wir, glaube ich, den unteren Eingang nehmen, ne? Schauen wir mal. Rennen wir da mal hin. Das ist natürlich sehr nice. Da können wir natürlich auch, wenn wir jetzt hier rüber hoppeln, also hier so, den Weg. Obwohl, hier müssen wir öfters springen, ne? Aber da sacken wir so ein bisschen ab. Das ist gar nicht gut. Und da vorne kommen wir auch nicht weiter. Nein! Dann lieber doch wieder zurück eigentlich. Nein! Obwohl, wenn man so brennt, dann kann man ganz normal auf den Treibsand laufen, okay? Ah, auch gut zu wissen. Dann gehen wir zur Pyramide. Wir sollen ja in die Pyramide rein. Das heißt, da gehen wir auch hin, ne? So, hier können wir erstmal stehen bleiben. Genau, so. Ja, schauen wir mal. Gehen wir natürlich in den unteren Gang, beziehungsweise in den unteren Eingang. Erstmal warte ich natürlich auf das Ding da. Obwohl, wir können auch hier hin und ja, jetzt schnell darüber. Wo war denn der Eingang? Ach, hier hinten, genau. Müssen wir erstmal ganz hier rumrennen. Einmal. Hier ist der Tornado auch wieder. Oh nein. Ach nö. Gar nicht gut. Ja, den Stern da oben, den haben wir ja schon. So, dann gehen wir erstmal hier in die Pyramide. Okay. Nice. Ja, das kenne ich alles nicht, ne? Sehr nice. Schauen wir mal. Was sollen wir hier machen? Ganz einfach nur in die Pyramide. Das heißt, normalerweise hätten wir jetzt schon einen Stern kriegen müssen. Schauen wir mal. Haben wir so ein paar Gumbas da hinten. Da sind auch noch mehr Gumbas. Schauen wir erstmal, was hier noch ist. Hier, da scheint irgendwie eine Plattform von da oben nach unten hoch und runter zu gehen. Mit diesen komischen Kugeln. So, aber wo sollen wir hier jetzt erstmal hin? Das ist natürlich die Frage. Gehen wir erstmal hier lang. Ah, da oben ist sogar irgendwie an den Balken hier eine komische Symbole. Nice. Oh. Auch nice. Ich denke mal, wenn wir jetzt hier auf das Sand in der Mitte gehen, da sinken wir auf jeden Fall runter dann. Also von dem Treibsand. Okay, okay. Hier kann man zumindest die Kamera ein bisschen wegzoomen. Hier haben wir noch so eine Stange. Ich schau mal kurz mit der Ansicht hier. Okay, da können wir da hoch. Aber ich glaube... Machen wir dann. Gehen wir erst da lang oder gehen wir erst die Stange hoch? Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal hier an die Stange hoch. Das geht gar nicht. Wie? Ja, das ist doch eigentlich so eine Stange, oder? Schauen wir nochmal. Ich glaube, das wird nichts. Das ist, glaube ich, keine normale Stange hier. Nö, da kann man nur gegen hoppeln. Keine Ahnung. Auf jeden Fall festhalten können wir uns anscheinend nicht da. Gehen wir natürlich erstmal hier lang. So, schauen wir mal. Haben wir hier dann noch? Jetzt da hochschauen. Okay. Oh. Da hinten ist sogar noch so ein. Ein Schild, was wir noch nicht gelesen haben. Und hier kommt, glaube ich, auch noch so ein Schild, ne? Ja, hier ist auf jeden Fall auch noch ein Schild. Schauen wir mal. Haben wir dann hier. Schauen wir mal. Wenn du springst und den B-Knopf gedrückt hältst, klammert sich Mario an Objekte über ihm. Ja, das kennen wir ja schon aus der Grotte, aus der giftigen Grotte da. Auf diese Weise kannst du dich auch von der Eule durch die Lüfte transportieren lassen. Ja, das kennen wir alles. Heißt, das ist eigentlich nur ein Hinweis, den wir schon kennen. Aber hier ist es irgendwie ein bisschen komplizierter mit der Kamerasteuerung. Das nervt alles ein bisschen. Da muss man sich hier in dem Level erstmal dran gewöhnen, hier in der Pyramide. So, gehen wir erstmal hier oben hoch. Ah, aber hier ist ja sonst nichts. Dann gehen wir hier einmal so rüber. Bevor uns das Ding da trifft.
So, sind wir zumindest hier schon mal. Okay, okay, okay. Da jumpen wir natürlich erstmal hier bei darüber. Hier haben wir aber eine Stange, wo wir ran können. Was haben wir da drüben noch? Schauen wir mal. Ach, hier ist dann nichts mehr. Okay. Dann müssen wir natürlich hier die Stange hoch. Schauen wir mal. Okay, okay. Hier müssen wir uns wieder lang hangeln. Ich schaue trotzdem nochmal hier so rüber. Oh. Ja, alles neu für mich hier. Sehr nice auf jeden Fall. Ja, nicer als nice, wie ich ja immer so gerne sag. Dann schauen wir erstmal des Weges hier. Angeln uns hier rüber. Und schauen wir mal, ne? So, da können wir jetzt hoch und hier ist aber noch so eine Münze. Warum ist da so eine Münze? Das ist ja nur Treibsand, der uns da irgendwie wieder runterführt oder runterbringt nach unten. Oh, gehen wir natürlich hier hoch. Ach nee, was haben wir hier denn? Ach, hier kann man sich reinstellen, okay. Müssen wir sogar, sonst kommen wir da glaube ich gar nicht lang hier, ne? Oh. Okay, okay, schauen wir nochmal. Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall ganz nach oben hoch den Weg hier weiter folgen. Ja, schauen wir mal, ne? So. Haben wir jetzt wieder so ein Elektro-Ding hier, oh mein Gott. Geh weg. Noch einer. Die kommen sogar teilweise den Weg da entlang gerannt, oh mein Gott. Aber wir haben es geschafft, auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, hier muss man echt gucken mit der Kamera. So, schauen wir erstmal hier, was hier noch so ist. Da oben ist ein Stern. Das wird wohl der Stern sein, den wir holen müssen. Okay, okay. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall hier rüber. Okay, ich glaube, auf dem müssen wir rauf, ne? Ja, wie sollen wir das auch sonst machen? Sonst kommen wir da gar nicht rüber, ne? Okay. Jetzt hobbelt er noch ein bisschen hier mit uns rüber, aber wir können drauf stehen bleiben, das ist ja schon mal sehr gut. Ja, schauen wir erstmal weiter hier. Oh, da ist auch schon der Stern. Das wird wohl der Stern sein. Was haben wir denn da im Gitter noch? Da ist eigentlich nichts mehr drin anscheinend. Okay. Ja, dann nehmen wir erstmal den Stern hier. Das wird wohl der Stern sein, den wir holen sollten. Ja, begebe dich in die Pyramide. Haben wir somit abgeschlossen. Sehr nice, sehr nice. Du hast 50 Powersterne gesammelt. Jetzt kannst du die Tür mit dem großen Stern im dritten Stock öffnen. Oh, sehr nice. Hast du bereits alle Schalterpaläste gefunden? Ja, haben wir. Diese besonderen Mützen sind sehr nützlich. Ja, die haben wir auf jeden Fall. Dann schauen wir erstmal wieder in die Welt. Ja, auf jeden Fall können wir jetzt die ganz große Tür irgendwie öffnen im dritten Stock. Da kommen wir aber, glaube ich, noch gar nicht hin im dritten Stock, oder? Ich weiß es gar nicht. Das könnt ihr gerne mal in die Kommentare reinhauen für die nächsten Parts. Ich weiß es nicht. Lande auf allen vier Säulen. Das ist der vierte Stern. Okay. Dann müssen wir mit der Flugkappe... Ah, ich weiß schon, ich weiß schon. Die Säulen, wo wir auch da das erste Mal rauf sind... Und wo wir dann, ja, uns den Stern geholt hatten vom Geier. Also hier diese rötlichen Säulen hier da. Auf allen Vieren einmal landen, okay. Das könnte ein bisschen komplizierter werden. Da müssen wir mal schauen. Nein. Nein. Och nö. Ja, fallen wir auch gleich unten durch. Ach, super, super, super. Ja, wieder rein in dem Sinne. Und noch ein Anlauf. In der Wobi-Waba-Büste. So. Ja, versuchen wir das natürlich nochmal. Auf allen Vieren. Okay, okay. Ich glaube, das wird ein bisschen komplizierter. Oh, schauen wir mal, schauen wir mal. Ob wir das dann hier schaffen jetzt. Auf Anhieb oder auch nicht.
Schauen wir mal. Da schieße ich mir natürlich erstmal mit der Kanone rüber. Da haben wir ein bisschen mehr Schwung. So, ich sehe schon 1, 2, 3, 4. Ja, die sind rundherum um die Pyramide hier. So, schauen wir mal. Nimm mal erstmal die hier, würde ich sagen. Oder nö, ich muss ja sehen, wo ich lande. Das heißt, machen wir erstmal hier. Nein! Och nö! Okay, dann versuchen wir es natürlich weiter. Nö. Da muss man erstmal schauen. Erstmal Dreiersprung. 1, 2, 3. Und dann fliegt man ja wieder. Ja, das könnte noch ein bisschen Übung brauchen in dem Sinne, ne? Jetzt fliegen wir auch nicht mehr so schnell, weil wir nicht in die Kanone rein sind. Okay, das muss ich auch noch irgendwie üben hier. Geht aber gar nicht. So langsam in dem Sinne. So, schauen wir nochmal. Zumindest hier auf die Dinger raufkommen irgendwie. Nein! Die Mütze geht weg. Och nö. Ja, das ist natürlich gar nicht gut. Ja, ich sehe gerade, die Zeit wird leider nicht mehr reichen. Ich würde sagen, im nächsten Part geht das auf jeden Fall weiter. Dann in Part Nummer 18. Ja, mit diesem Flug auf die Säulen. Ja, zumindest haben wir jetzt auch 50 Sterne. Und im nächsten Part werden wir auch die Tür, wenn wir die dann finden, das könnt ihr natürlich gerne in die Kommentare mal reinschreiben, ob wir die jetzt schon öffnen können oder nicht. Da muss ich dann mal schauen. Vielleicht werden wir dann auch schon diese Tür öffnen. Und natürlich hier weitermachen in der Bobby-Barber-Büste. Ja, lasst auf jeden Fall ein Like da, einen Daumen hoch in dem Sinne. Ja, abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt. Aktiviert auf jeden Fall die Glocke, damit ihr ja nichts verpasst auf dem Kanal. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Das war wieder euer Nobeldecker86. Ciao.